Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, welches wir uns in der zweiten Season von Shadowlands über M Plus erspielen können. Und zwar sitze ich da schon einmal drauf, das schimpft sich Seelenverzerrter Todeswandler. Und dieser Seelenverzerrte Todeswandler, ihr werdet es schon sehen, sieht ziemlich genauso aus wie der aus der ersten Season, bloß hat dann ein bisschen eine andere Farbgebung. Der aus der ersten Season war halt quasi eher schwarz gehalten und der aus der zweiten Season ist jetzt hier, ja, mit so einem silbernen Geschirr und halt grünlich gehalten. Sieht auch ganz cool aus, aber natürlich hätten wir uns alle ein neues Model gewünscht. Gut, wo kriegen wir den her? Wie das erste Mount aus der ersten Season kriegen wir den über einen Erfolg. Und zwar heißt der Schlüsselmeister von Shadowlands und dann wahrscheinlich hier ist abgeschnitten Season 2. Was müssen wir dafür machen? Erhaltet eine Wertung für Mythisch Plus von mindestens 2000 in Season 2 von Shadowlands. So, jetzt ist das hier schon ein bisschen anders als dies von der letzten Season, denn da musste man einfach quasi alle 15er einmal in Time haben und diesmal braucht man den Score. So einen Score gab es ja auch schon in der ersten Season über externe Tools, wie zum Beispiel Raid.io. Jetzt hat Blizzard das Ganze implementiert und ja, darüber, über diesen Score bekommen wir quasi das Mount. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, wie dieser Score genau funktioniert. Ich habe das Mount mir jetzt schon vor ein, zwei Wochen erspielt und auch schon ein bisschen weiter gebastelt hier im Score. Und ihr seht, hier unten haben wir ja altbekannt die Dungeons und hier oben haben wir dementsprechend einmal den Score. Ihr braucht einen Score von genau 2000, dann bekommt ihr das Achievement und damit auch das Mount. Wie kriegen wir jetzt diesen Score hoch? Und zwar ist es so, dass ihr hier unten eure Dungeon Runs seht und ihr seht auch, habt ihr sie in der Zeit abgeschlossen oder habt ihr sie quasi über Zeit abgeschlossen. Und jetzt ist es so, dass ihr oben eine Gesamtwertung seht und ihr seht überall zwei Dungeons. Es ist nicht so, dass ich überall nur zwei Dungeons gemacht habe, sondern es werden zwei Runs gezählt und zwar einmal mit einem tyrannischen Affix und einmal mit einem verstärkten Affix. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was tyrannisch und verstärkt ist: tyrannisch ist, dass der Boss mehr Leben hat und verstärkt ist, dass der Trash mehr Leben hat. Diese Affixe wechseln sich jede Woche ab. Also es gibt den Season-Affix, was diese Tormentor diese Season sind. Dann gibt es den quasi tyrannisch oder verstärkter Affix, die sich immer abwechseln. Und dann gibt es zwei Random-Affixe, die quasi jede Woche dazukommen. Aber dieser Zyklus zwischen tyrannisch und verstärkt, der ist halt schon immer so, dass es sich abwechselt. Jetzt ist es so, dass manche Instanzen auf tyrannisch leichter sind, manche Instanzen auf verstärkt leichter sind. Und dementsprechend wurden in den vergangenen Seasons immer so gehandhabt, dass die höheren Keys die Leute halt auf den da die Dungeons gespielt habe, die dementsprechend in dem jeweiligen Affix einfacher sind. Blizzard hat sich jetzt überlegt, dass sie das nicht so gerne wollen, sondern dass in jeder Woche quasi auch im Plus großartig gespielt wird und dementsprechend, wenn man einen möglichst hohen Score haben will, müsste man jede Instanz in beidem spielen. Hört sich jetzt schlimm an, ist es aber tatsächlich nicht. Meiner Meinung nach kommen wir diese Season sogar einfacher ans Mount. Warum ist das so? Und zwar bekommt ihr, wenn ihr im Schnitt alle Dungeons sowohl auf tyrannisch als auch im verstärkt auf 15 gelaufen habt, auch euer Mount. Das muss sogar nicht mal In-Time sein, denn davor war es ja so, ihr habt, wenn ihr den 15er In-Time oder ihr habt ihn nicht In-Time, hopp oder top, sonst bringt euch das einfach für das Mount gar nichts. Hier ist es jetzt so, dass ihr, wie ihr seht, ich habe hier auch teilweise depletete Keys dabei, es relativ egal ist. Ihr bekommt auch Punkte, wenn der Key depletet ist. Wenn er nur knapp depletet ist, bekommt ihr fast genauso viele Punkte, wie wenn ihr diesen Key timen würde. Das ist das Schöne. Und es ist auch so, dass ihr für einen 18er zum Beispiel noch einen Haufen mehr Punkte kriegt. Heißt, ich hatte, als ich die 2K Score hatte, auf einer Instanz hatte ich einen 16er getimed und einen 12er getimed. Das hat zusammen ausgereicht, dass quasi die Schwelle, also ein Achtel von den 2000 erreicht waren, ne? Und das ist eine relativ schöne Sache. Übrigens, es ist so, dass ihr nicht 50-50 die Punkte kriegt, also die Hälfte von dem tyrannischen Run und die Hälfte von dem verstärkten Run, sondern der höhere Run von beiden zählt voll. Da kriegt ihr dann 150 Punkte, 160, 170 und für den zweiten Run, der niedriger war, bekommt ihr nur ein Drittel der Punkte. Heißt, wenn ihr einen sehr hohen Run habt und einen, der niedriger ist, dann zählt der hohe dreimal so viel wie der niedrigere Run und dementsprechend gleicht sich das dann relativ schnell aus. Also ihr müsst dann nicht unbedingt
überall einen 16er haben oder überall einen 15er. Ihr könnt auch bei einem einen 16er haben und wie ich bei dem anderen einen 12er haben oder einen 10er und dafür einen 17er oder so. Also das gleicht sich dann relativ aus. Und es war erstaunlich einfach, muss ich sagen, diese Season die 15er zu machen. Und dadurch, dass das System so flexibel ist, selbst wenn da ein Key nicht getimed ist, selbst wenn ihr dann hier im 18er, der ist nicht getimed, habe ich sogar zwei depletete Keys, reicht trotzdem easy aus. Ne? Anscheinend Nebel liegt mir nicht so, wie ich das hier sehe. Das reicht dann easy aus. Also man kommt relativ leicht ans Mount, muss halt ein paar Keys tatsächlich machen. Wenn man natürlich vorher nur die 15er alle in Time sofort gelaufen ist, hat man es vorher mit weniger Keys geschafft. Aber wenn man jetzt vielleicht so ein durchschnittlicher Spieler ist, der auch mal den einen oder anderen Key depletet, was bei mir ja sicher auch vorkommt, weil ich auch öfter mit random Gruppen unterwegs bin, wo das manchmal nicht so ganz läuft, wie ich mir das vorstelle. Und dementsprechend ist das neue System mit der Punktevergabe meiner Ansicht nach freundlicher, auch für Random-Gruppen und für Leute, die sich vielleicht auch ein bisschen schwerer in dem Plus tun. Gut, das soll es soweit gewesen sein zu dem Scoring-System. Wie gesagt, wenn ihr alle 15er auf beiden habt, seid ihr auf jeden Fall drin. Wenn ihr 1 vor 16er, ein 17er vielleicht noch irgendwo dazwischen habt, auch wenn er depleted ist, zählt ihr meistens schon mehr, wenn er knapp depletet ist. Wenn ihr 2 Stunden drin seid, dann kriegt ihr immer weniger Punkte. Also das ist klar, ne? Er muss halt 2, 3 Minuten, 4 Minuten drüber, alles noch drin. Wenn der 2 Stunden drüber ist, dann könnt ihr es mit den Punkten wahrscheinlich auch vergessen. Genau. Also das System eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Mount Special noch an. Das ist auch nicht viel anders, wie ihr seht, vom Season 1 Mount. Und ja, das Mount könnt ihr übrigens nur in der Season 2 von Shadowlands erspielen. Solltet ihr das Video später sehen, gibt es leider keine Möglichkeit, das mehr zu holen. So ist das aber immer mit den Season Mounts. Dann würde ich euch noch ein, zwei kleine Tipps geben. Es gibt natürlich, wie auch im letzten Video zum Season 1 Mount, habe ich euch schon den Tipp gegeben, es gibt da ein Addon, das nennt sich Mythisch Dungeon Tools. Das können wir auch eingeben, /MDT. Und dann können wir das aufmachen. Und dann seht ihr hier ganz schön die verschiedenen Instanzen. Könnt dann durchklicken und könnt euch dann Puls quasi überlegen. Seht dann auch am Rand schön, wie viel Prozent ihr seid. Ist auf jeden Fall für Tanks eine schöne Angelegenheit, um so ein bisschen Puls zu planen. Hier habe ich einfach was rumgeklickt, also ignoriert das einfach, ne? Da kann man dann alle Instanzen sich quasi raussuchen und dann auch verschiedene Routen einmal abspeichern und dementsprechend die dann auch mit Gruppen teilen. Was man auch ganz schön sieht, wo diese Tormentor-Dudes rumstehen, dass man das so ein bisschen einplanen kann. Okay, jetzt vielleicht wisst ihr noch nicht in allen Instanzen, wo die stehen. Das sieht man dann auch hier ganz schön und kann dann vielleicht auch so ein bisschen seine Route planen, dass man vielleicht erst ein paar mehr Tormentor mitnimmt und dann zu den Bossen weitergeht. Da kann man auf jeden Fall viel rumspielen und man kann halt vor dem Run so seiner Gruppe mitteilen, hey, ich will das so und so pullen, hier vielleicht einen größeren Pull. Dann können die Leute sich auch ein bisschen überlegen, okay, vielleicht spare ich da meine CDs auf. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache und von den Prozenten ist es auch nicht schlecht. Wichtig war es in der ersten Season noch ein bisschen mehr, finde ich, als Tank. Einfach um zu sehen, wo spawnt mein Pride, wie viele Mobs muss ich genau pullen, dass ich auf diese 20% Threshold komme, um dementsprechend vielleicht den Pride auf den Boss zu spawnen oder auf ein großes Pack, was ich danach pullen will. Dafür war es noch wichtiger, aber hier auch in diesem ist es eine schöne Sache in dieser Season. Heißt Mythic Dungeon Tools, das könnt ihr euch auf jeden Fall holen. Als Tank würde ich es echt empfehlen, jeder andere hat aber auch seine Vorteile durch. Gut, damit verabschiede ich mich mit dem kleinen Guide. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen haben, dann gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.